Irgendwas muss da ganz lecker sein, ne? Moin, ich bin Carsten und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ja, die letzten zwei Tage sahen wettertechnisch wirklich mau aus. Von daher habe ich an den beiden Tagen nicht wirklich viel gemacht, außer ein bisschen einkaufen gehen, ein bisschen spazieren gehen, aber sonst nicht wirklich viel. Ja, heute soll es weniger regnen, aber gleich sollte noch ein Regenschauer kommen, aber das ist jetzt auch egal. Und Wallnau ist eigentlich bekannt nicht für den Campingplatz, sondern für das große Wasservogelschutzgebiet, was hier ist. Und das will ich mir heute mal anschauen. Da gibt es auch ein Informationszentrum vom NABU. Da gucken wir mal, was da so zu sehen gibt. Ja, wenn ihr Lust habt, dann bleibt ihr dran und kommt mit. Hat einer Ahnung von euch? Ist das Sanddorn? Weil, wenn jetzt die orangenen Bären dran wären, dann wüsste ich es. Man kann ja nicht alles kennen, ne? Ja, ich bin hier jetzt am Wasservogelreservoir angekommen. Hier ist gleich um 11 Uhr eine Führung, da habe ich mich für angemeldet. Ich weiß nicht, ob ich da filmen kann, ansonsten komme ich bestimmt noch mal dazu, hier alleine durchzugehen. Ja, hier startet auch der Barfußpfad, der hier im Gelände angelegt ist. Da in der Box gibt es Augenbinden zum Ausleihen. Dann kann man den Barfußpfad auch blind gehen. Aber habe ich jetzt gerade nicht vor. Ja, hier gibt es doch so einen kleinen Bohlenweg durch das Schilf. Alles mal mitnehmen, ne? Und immer Vorsicht, Rutschgefahr. Hier sind mal die Größenverhältnisse dargestellt. Von links den kleinsten Vögeln, die man hier beobachten kann, bis hin zum größten, dem Seeadler. Das ist schon, also ist tatsächlich maßstabgetreu. Schon beeindruckend. Ja, hier übers Gelände verteilt gibt es immer jede Menge Heiz, also Verstecke. Ja, mittlerweile füllen die sich alle. Ja, hier bin ich in so einem Versteck, von wo aus man die Vögel beobachten kann. Dieses hier ist ganz leer. Aber das ist doch in Ordnung.
Ja, hier vorne jede Menge Möwen zu beobachten. Lachmöwen, Wildermöwen und Sturmöwen. Im Hintergrund noch ein paar Enten. Und Gänse. Und hier vorne an der Ecke noch ein paar Säbelschnäbler. Aber wie gesagt, die können dreifach suchen. Jetzt hätte ich doch glatt in dem Versteck gerade die Tasche von meinem Fernglas vergessen. Naja, bin ich halt nochmal umgedreht. Ja, jetzt bin ich schon durch. Wie gesagt, waren doch einiges an Menschen da, aber ich sag mal, also es war schon, man konnte alles angucken. Nur war halt mit dem Film blöd. Und ich sag mal so, die Leute, die da sind, das sind in der Regel auch Erwachsene. Ja, ein paar Kinder waren auch da, aber dementsprechend ruhig verhält es sich da auch. Also selbst wenn es da mal ein bisschen voller wird, ist es dann auch nicht ganz so schlimm. Jetzt gehe ich wieder hoch zum Deich. Und am Deich zurück zum Campingplatz. Da werde ich noch mal Kleinigkeit einkaufen fahren. Aber fahre ich mit dem Fahrrad. Ja, heute Morgen war noch alles ganz neblig. Oh, jetzt ist schon wieder ganz angenehm. Ja, ich habe auch gerade die Jacke ausgezogen, wie ihr sehen konntet, mein Gott. Ja, ist jetzt nicht weit, Kilometer oder so, bis zum Campingplatz zurück. Also noch mal ein Wort zur Führung. Wenn ihr passend zur Führung da sein solltet, kann ich euch nur empfehlen. Selbst wenn man sich da nicht alles merken kann, erfährt man aber dann doch schon so ein paar interessante Sachen. Und wie gesagt, ist kostenlos im Eintritt mit drin. Von daher ruhig mitmachen. So, da ist dann wieder mein Campingplatz. Also bin ich dann auch wieder zurück. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.